So, 6000 Meter, das heißt, wir versuchen mal irgendwo eine Schnellreise hinzumachen. Praktisch wohin? Ach du Scheiße, hier haben wir nichts erforscht. Aber wir können das, okay. Wir machen hier eine Schnellreise hin, nehmen dann unser Schiff. Und da kommen echt keine Nebenquests mehr, Phoenix. Da kommen bestimmt noch 10 Nebenquests oder so. Da haben wir noch nichts erforscht. Puh. Wow. Ich sehe schon, ich bin heute Abend oder morgen früh noch dran und dann sagst du immer noch, sind noch 3 Quests oder so. Ich sehe das schon kommen. Aber gut, ich versuche das Spiel mal zu Ende zu spielen. Also das Hauptspiel. Dann müssen wir immer noch die Kultisten töten. Und die DLCs halt machen. Haben wir also noch genug vor? Da ist unser. Ach, das war der Steinbruch hier. Wir können nun die Adrastea rufen. Und dann geht's weiter zu Brasidas, den wir ihn retten können. Dann bin ich mal echt auf die DLC gespannt. Da muss ich mal gucken, womit ich anfange, welches wir als erstes machen. Und ja. Ich würde ja auch den Kult komplett auslöschen, ne? Setz die Segel! Das ist ein bisschen witzlos. Du hast gesagt, du hattest noch 10 übrig, ne? Am Ende. Du hast noch 10 Kultisten übrig, wenn wir den, also auf mehr kommen wir auch nicht. Also mehr Kultisten haben wir nicht übrig. Ich weiß nicht, was mit Deimos ist. Was mit dem ist, ob wir dem nochmal begegnen. Wenn wir Cleon auch töten, dann wären wir nämlich bei 10. Krass, sind da viele Schiffe. Ja, sollen die sich mal bekämpfen? Wir halten uns dann mal schön raus gerade. Es sieht ja hier aus wie ein richtiger Schlachtplatz. Weiterkommen? Okay. Ich dachte gerade schon. Wir halten hier an. Eine aufregende Reise. Das ist das gute Leben. Anlegen. Da oben ist dann Brasidas. Und dann gucken wir, dass wir unserem Freund mal helfen können hier. Makedonien. Aufstieg eines Imperiums. Haben wir jetzt hier Nebenquests, die wir machen können? Ne, scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Bin ich gerade eigentlich ganz froh, weil jetzt möchte ich auch das Spiel eigentlich mal zu Ende spielen. Oh, nice, Cassandra. Wir holen. Ne, wir sprechen jetzt an. Du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Ja, jetzt, was ist mit dir passiert? Nach Pylos? Was ist passiert? Die übrigen Spartiaten fanden mich und ließen mir Zeit zur Erholung. Die nutzte ich. Aber dein Bein? Du bist aus der Schlacht verschwunden. Ich wurde gefangen genommen und nach Athen gebracht, wo mich Deimos und Cleon verhörten. Sie töteten dich nicht? Sie wollten es.
Oh Gott, der ist aber also, mad auf ist uns. Ist Cleon in Amphipolis? Irgendwo. Und gerüstet heißt es. Heute kämpft er um sein Leben. Er wäre gern der Held. Die Athener können jetzt nicht mehr viel von ihm halten. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Cleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Du verschweigst mir irgendwas. Ich bin wegen Cleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Wir wurden gefangen genommen. Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Boah, Brasidas. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malaka. Heute geben wir alles, was wir haben. Hat er nicht eben ein verkürztes Bein nur gehabt? Egal. Okay, wir müssen zum Schlachtfeld eskortieren. Hat er nicht eben ein verletztes Bein gehabt? Die Athener sind hier! Spartiaten, vorwärts! Sie sind auf der Mauer! Wir müssen sie abschießen, jetzt! Der läuft ja weiter einfach. Alter, das ist doch scheiße. Okay, ich hätte oben meinen Leuten helfen sollen, aber der Typ ist ja vorgesandt, der Brasidas. So, bin ich gerade ein bisschen leiser, bin ich gerade ein bisschen konzentriert und zockt jetzt schon eigentlich zu lange. Okay, da kommt jetzt noch ein Söldner. Macht der jetzt was mit uns oder nicht? Warten wir erstmal ab, der ist einfach weggegangen. Komm her, komm schon. Komm, jetzt kommt der Söldner zurück. Das Athener Lager liegt vor uns. Zerstört es! Okay, sind wir jetzt nur zu dritt? Nee. Da ist eine Eroberungsschlacht. Okay. Wir haben kein Adrenalin, glaube ich. Das ist nicht sehr cool, aber okay. Mal gucken, ob wir es schaffen. Einmal die Mega-Attacke wieder. Letzte Hand!
Oh Gott. So. Scheiße. Wir gingen ins Niemandsland. Das war eine mega Verschwendung einfach. Nein, das war auch... Ah, scheiße, da ist einer der Streppe. Ja, egal. Da ist der scheinbar Marsch. Und einmal mitten rein jetzt. Oh Gott, was war das? Was war das jetzt? Habe ich mich selbst umgemacht? Nee. Kommt jetzt hier Cleon hin oder Deimos wieder? Da ist Deimos schon wieder. Sie das? Wir müssen dich retten. Oh Gott, ist Deimos da stark. Einfach gegen Brasidas. Oh Gott, er hat Brasidas getötet. Er hat einfach so Brasidas getötet. Ist immer alles so persönlich. Cleon hat jetzt Deimos getötet. What the fuck, was geht denn hier ab? Elender Feigling, du entkommst mir nicht! Wo will denn hier abhauen? Gar nicht mehr, ne? Das ist nicht dein Kampf, Cassandra. Nun, zu deinem Pech ist er das. Komm auf unsere Seite! Das ist nicht Athen! Du kannst dich hier nicht rausreden! Lass mir doch meinen Frieden! Du bist an allem schuld! Du warst mit Cleon! Okay, das war's mit Cleon. Cassandra, komm schon! Zeig mir! Nee. Du brachtest ihn gegen uns auf! Meinen eigenen Bruder! Wir bauten Deimos auf! Wir machten ihn groß! Unaufhaltbar! Naja, nicht genug anscheinend. Jetzt ist er ein Monster! Ich dachte, er wäre jetzt tot. Kämpf an seiner Seite! Lehre ihn! Du könntest wieder mit Deimos vereint sein! Ich dachte, echt, Deimos wäre tot. Dein Name ist Alexios. Ich bitte dich! Die Welt ist geteilt, Cassandra! Und wir vereinen sie! Halt dein scheiß Maul! Meine Hände sind leer! Hab Mitleid! Sokrates hat gesagt, wir sollen dran denken, er ist ein Mensch, also wir töten ihn human. Du verdienst keinen schnellen Tod. Doch du verdienst, was dich an den Toren des Hades erwartet. Nein. Auf die Knie. Du verstehst das nicht. Niemand wird mich, Cleon von Athen, vergessen. Ich bleibe in Erinnerung. Du bist bereits vergessen. Myrina muss wissen, dass Cleon nun tot ist. Puh, damit haben wir Cleon getötet. Brasidas. Und dann geht's noch weiter. Deimos kommen sollen. Tut mir leid, mein Freund. Die Rückeroberung Athens. Ja, und dann gucken wir, wie es jetzt weitergeht, ob wir jetzt zum Ende kommen oder noch nicht.